Ja, die Einsatzleitung Pfänder, wann Sie Rauchentwicklung festgestellt haben, fahren Sie nicht in den Rauch, bringen Sie sich in Sicherheit. Kommen. Okay, es wird also die ganze Elektrizität durchpalisiert, kontrolliert. Die Fahrt, nur ein Stück Licht, weil ich sehe, dass, ja, ich habe noch nicht das Licht, dass ich bleibe draufbremsen und warte, bis die Tür kommt. Kommen. Ja, verstanden, aber Sie fahren nicht in den Rauch hinein. Kommen. Ja, bitte dick in der Tür und wir drehen so wieder, dass wir außerhalb vom Gefahrenbereich hinkommen. Ja, hier Einsatzleitung Fender, verstanden, Ende. Wir haben da vermutlich also eine Brandentwicklung im Fender-Tunnel bei Kilometer 2,88. Ursache noch unklar, dürfte sich aber vermutlich um einen Verkehrsunfall handeln. Das heißt, bitte Auslöser einen F6 für die Feuerwehren. Okay, und Bregenz wird alarmiert nach Alarmplan. 7, 1, 2, 3, kommen. Ja, zu Ihrer Information, Feuerwehr wurde verständigt und ebenfalls Tunneltaktik, Rotes Kreuz Bregenz wurde ausgelöst. Nun befinden wir uns hier in der Tunnelzentrale in Bregenz-Weidach. Angenommen, es passiert eine Katastrophe im Pfändertunnel. Was haben Sie dann zu tun? Unsere Tunneltaktik geht in die Richtung, dass natürlich sofort hier die Einsatzleitung Pfänder besetzt wird. Wir vom Nord- und Südportal her Einsatzkräfte an die Tunnelportal schicken und dann in Absprache mit der Feuerwehr unsere Einsatzkräfte in den Tunnel hineinschicken. Dann klären wir mal ab, brennt es im Tunnel oder ist rein nur ein Verkehrsunfall ohne Brand? Je nachdem wird sich die einfahrende Mannschaft ausrüsten mit Langzeitatmer oder eben ohne. Bei rauchfreiem Tunnel, beziehungsweise wenn kein Brand im Tunnel ist, fährt die Rettung hinterher. Und dann beginnt die Arbeit vor Ort an der Unfallstelle. Unsere erste Arbeit ist die Sperre des Tunnels, die Ableitung des Verkehrs, Verständigung weiterer Kollegen, damit sie uns unterstützen, weil unsere Dienststelle in der Regel nur mit 4 Beamten besetzt ist. Im Tunnel können wir nichts machen, bis uns die Feuerwehr das okay gibt, dass wir hinfahren können und dann den Unfall bearbeiten. Jede Menge Monitoren, Computer, überall blinkt es. Wie geht man denn mit sowas um? Wir haben hier natürlich im ganzen Tunnel Videokameras und wir können uns dort durchschalten und so haben wir einen doch relativ guten Überblick über das Szenario, was sich im Tunnel abspielt. Und geben denn die Anweisung, ja, Lüftung hochfahren oder anderes Lüfterprogramm fahren, damit die Unfallstelle rauchfrei wird, beziehungsweise wir fordern weitere Einsatzkräfte an. Sind noch Fahrzeuge im Tunnel unterwegs, dann müssen wir die anrückenden Einsatzkräfte warnen, dass da noch Verkehr im Tunnel ist. Das Worst-Case-Szenario ist, wenn Fahrzeuglenker mit dem Fahrzeug im Tunnel wenden. Das ist also sicherlich etwas, was absolut tabu sein muss. Den Einsatzfahrzeugen entgegenfahren, das birgt gewaltige Gefahren. Die größte Gefahr ist, was wir da drinnen haben, auslaufender Treibstoff, der sich dann durch irgendwelche Umstände entzünden kann, währenddessen, dass wir am Arbeiten sind. Wie sollten sich Ihrer Meinung nach eigentlich Verunfallte im Tunnel richtig verhalten? Im Tunnel, ganz wichtig wäre, dass man die Notrufnischen beachtet, kommt zum Beispiel zu einem Brand oder auch nur zu einem Verkehrsunfall, dass man die erste, nächste Notrufnische aufsucht. Man kann sich dort absolut sicher fühlen, es haben bis zu 10 Personen in so einer Notrufnische Platz, auch wenn die Türen geöffnet werden, wenn neue Personen hereinkommen, die werden mit Überdruck belüftet, sodass also keinerlei Rauch in diese Notrufnische hineinkommen kann. Dort hat man eine Kommunikationsmöglichkeit mit uns da heraus. Wir haben Kontakt mit den Einsatzkräften im Tunnel, Feuerwehr, Rettung, Polizei. Und mit der ABM in Hohenems oder mit den ABM-Fahrzeugen im Tunnel. Hey, Einsatzleitung Pfänder, kommen. Frage, ob es Transportmöglichkeiten vorhanden sind. Ja, wie viele Patienten haben Sie noch und wie viel Transportkapazität benötigen Sie? Kommen. Ja, wir benötigen noch diese drei Fahrzeuge, noch drei Fahrzeuge. Wenn sind die weg?